Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Video. Es wurde sich häufig von euch in den Kommentaren gewünscht, nämlich, dass wir uns mal die Oviraptor Mod anschauen. Das habt ihr sicherlich schon am Titel oder so gesehen, dass wir den heute uns angucken werden. Nicht wundern, wir haben hier fünfmal den Deinonychus drin, aber der wurde sozusagen einfach vom optischen her durch den Oviraptor ersetzt. Also das Bild und der Name und sowas. Und ich weiß gar nicht, ob die Sounds sich auch geändert haben, wahrscheinlich eher nicht. Das ist alles noch von dem Deinonychus. Es hat sich, glaube ich, nur das Model geändert. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Ich habe ihn noch nicht freigelassen. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Beziehungsweise ich habe ihn schon auf einem Bild gesehen, als ich die Mod runtergeladen habe. Aber ich habe ihn so jetzt in-game noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt das erste Mal frei. Ich habe auch alle Skins hier ja, sozusagen vorbereitet. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es den in verschiedenen Skins gibt oder nur in einer Farbe. Aber wir finden das jetzt einfach gemeinsam raus. Bin jetzt sehr gespannt auf den Oviraptor. Oha. Okay, war das gerade ein Deinonychus-Sound? Also er sagt auch Deinonychus an hier, sie sagt Deinonychus an die Sprecherin. Aber war der Sound gerade von dem Deinonychus? Keine Ahnung, ich habe ihn leider zu lange nicht freigelassen, aber der sieht ja mal übelst abgespaced aus, oder? Oh mein Gott. Der sieht halt aus wie so ein Alien. Ah, das ist ja richtig krass. Den schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen in Zeitlupe an. Wir gucken uns aber erstmal so ein bisschen in Aktion an. Oh, wie cool der aussieht. Ich muss auch sagen, dass die Auflösung und Qualität relativ gut ist. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Der sah auf den Bildern so pixelig aus. Aber der ist eigentlich ziemlich detailreich vom Model her. Also das ist nicht schlecht. Sieht aber echt aus wie so ein kleiner Alien. Besonders mit diesen Augen. Alter Schwede, was sind das für Augen? Okay, der sieht ja echt cool aus. Ich habe aber keine Ahnung, wie der so in echt aussieht von der Anatomie. Damit kenne ich mich leider nicht ganz so gut aus. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Mods, wo dann irgendwelche Dinos verändert wurden und an die richtigen Funde und sowas angepasst wurden von der Körperform her. Die finde ich aber tatsächlich gar nicht so spannend, weil die meistens eher blöder aussehen dadurch die Dinos. Aber das ist jetzt hier wirklich eine sehr, sehr interessante Mod. Der sieht richtig, richtig cool aus. Schau mal ganz kurz hier im Aufnahmemodus, würde ich sagen. Mach mal ganz kurz den Controller an, damit wir hier bessere Controller haben. Dann schauen wir uns den mal an. Also das ist schon echt krass. Ihr seht schon, die Qualität ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen pixelig ist er hier, wenn man ranzoomt, aber ich finde sie an sich gar nicht so verkehrt. Boah, guckt euch den an. Okay, jetzt sieht man, dass die Qualität wirklich nicht so mega hochauflösend ist. Aber ich finde das cool, dass einfach auch die komplette Körperform und so geändert wurde. Aber die Laufanimation und so sieht jetzt auch alles relativ gut aus. Also die Mod scheint sehr, sehr gut zu sein. Aber das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Truthahn mit richtigen Psycho-Augen. Und dann da unten dieses Gehänge, da oben dieses, was ist das, so ein Kamm oder sowas. Dann die Härchen da. Sieht schon krass aus. Das sieht auch ein bisschen krüppelig hier vorne aus. Und dann natürlich hier hinten der Schweif. Sehr, sehr interessanter Dinosaurier. Für viele, die den Oviraptor nicht kennen, aber ich denke mal, ihr kennt den sowieso alle, da ist er eigentlich so bekannt als Eierdieb. Man kennt ihn ja ganz gut aus Ark. Oder ich glaube auch aus einem Land vor unserer Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der hat ja diesen Eierdieb-Ruf, also dass er Eier von anderen Dinos klaut. Den Ruf hat er bekommen, weil, glaube ich, sein erstes Skelett neben einem Nest gefunden wurde mit Eiern. Und ja, das hat sich, glaube ich, im Nachhinein als Trugschluss herausgestellt. Aber ich bin mir da gar nicht ganz genau sicher. Das könnt ihr sicherlich durch die Dino-Info erfahren in den Kommentaren. Oder halt einer von euch weiß das sicherlich. Schreibt es einfach mal rein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, das Model. Und das ist mega nice. Ich hoffe, das Remodeling und Modding geht hier mit Jurassic World Evolution hoffentlich weiter. Ich werde die Mod natürlich für euch wieder unten in die Kommentare verlinken. Aber befolgt auf jeden Fall die Anleitung. Oder ja, was da steht. Weil ihr müsst auf jeden Fall ein Backup vorher machen. Nicht, dass ihr euren richtigen Deinonychus verliert. Das wollen wir ja nicht. So, lassen wir nochmal die anderen frei. Alpinmuster. Bin jetzt sehr gespannt, ob es auch noch andere Skins gibt. Kein blassen Schimmer. Ich glaube, der Sound ist der gleiche, oder? Schreibt das bitte auch mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist der Deinonychus-Sound. Und das ist auch der gleiche Skin. Okay, scheint hier keine anderen Skins zu geben.
Ich lasse noch mal einen weiteren frei. Lebhaft. Einfach nur zum Test. Sicher, sicher. Ja, ist auch der gleiche und die Sounds sind gleich. Ich denke mal, auch alle Animationen und so werden relativ gleich sein. Aber ich weiß gar nicht, wie das mit den Armen und sowas hier vorne gelöst ist. Sind die Arme gleich wie beim Deinonychus? Eigentlich nicht, ne? Aber die glitschen auch so ein bisschen hier rein. Seht ihr das? Oh mein Gott, wie das aussieht mit den Klauen. Das hier abgespaced. Schon sehr interessant. Also ich glaube, die Animationen und so sind alle gleich geblieben. Es wurde lediglich das Model geändert. Die Sounds sind, glaube ich, auch gleich. Aber sieht trotzdem wirklich cool aus. Also, finde ich nice. Auf jeden Fall ein cooler Anfang. Ich hoffe, wir werden noch einige andere coole Mods zu Gesicht bekommen. Ich würde jetzt fast sagen, dass wir einfach nochmal jetzt hier einen würdigen Gegner freilassen und uns nochmal so einen kleinen Kampf von dem Oviraptor angucken. Oh, es geht hier direkt los. Er darf ran gegen einen Velociraptor mit meinem Lieblingsskin. Jetzt sehen wir ihn hier in Action. Er ist übrigens modifiziert, also er sollte hier den Kampf gewinnen. Hoffen wir es doch mal. Jo, das sieht ganz gut aus. Ist aber auch die gleiche Kampfanimation wie beim Deinonychus. Sieht aber cool aus bei dem Oviraptor. Das ist schon echt lustig. Oh, sah jetzt nicht so schlecht aus. Also sie war nicht ganz perfekt, die Animation. Weil natürlich das Model nicht genau auf diesen Körper angepasst ist. Aber finde ich schon wirklich, wirklich cool. Also ich bin echt gespannt, was uns so bei Jurassic World Evolution noch alles erwartet an Remodels und Retexture-Mods und sowas. Da wird sicherlich jetzt noch die Tage das ein oder andere kommen. Wenn ihr irgendwas gesehen habt oder so, was neu ist, was ich noch nicht gesehen habe, was richtig cool ist, was ich mir mal anschauen soll, dann schickt es mir gerne, am besten schreibt es mir in die Kommentare oder sowas. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich sehe. Okay, die Fressensanimation ist komplett fail so ein bisschen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, das war der Oviraptor. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.